Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter beim Saisonrückblick und zwar mit RB Leipzig. Ein sehr, sehr interessanter Verein, denn dort sind ja finanziell gesehen vieles oder ist dort vieles möglich und somit hat man auch natürlich Ansprüche. Und wir gucken darauf, was im letzten Jahr eigentlich die Ansprüche von RB Leipzig waren, was man in der Bundesliga vorhatte und was man am Ende eben auch erreichen konnte. Beginn tun wir erstmal mit der Erwartung. Also was wollte Leipzig eigentlich vor der Saison erreichen? Man hat ja zuvor im Jahr die Europa League erreicht, war da ein bisschen enttäuscht, man eigentlich schon den Anspruch hat, Champions League zu spielen, aber erstmal war wieder das Ziel, internationales Geschäft, die Euroleague soll es mindestens sein, aber in gewisser Maßen ist die Champions League schon der Anspruch und genau dort wollte man wieder hin. Gucken wir uns mal den Tabellenverlauf der Leipziger an, anhand dessen man wirklich sehr, sehr gut erkennen kann, wie stark die Saison der Leipziger auch war. Am Anfang war es ja ein bisschen holprig, es ging los mit der 4:1-Klatsche in Dortmund am ersten Spieltag, da standen wir noch direkt auf Tabellenplatz 18, danach ging es aber stetig bergauf. Auch wenn es am zweiten Spieltag ein enttäuschendes Remis gab, nur gegen Düsseldorf 1:1, danach gab es dann Siege gegen Hannover, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim, dieses 6:0 gegen Nürnberg, wodurch man auch noch wieder ganz oben mit dabei war, Siege gegen Hertha, gegen Leverkusen oder auch gegen Gladbach sorgten dann dafür, dass man am Ende der Hinrunde auch wirklich sehr, sehr gut dastand. Am Ende stand dann eben trotz dieser 0:1 Pleite in München und den darauf folgenden Sieg mit 3:2 gegen Bremen ein vierter Platz da und damit war man auf jeden Fall schon sehr, sehr zufrieden. Man hatte ja die Dreifachbelastung aus Europa League, Pokal und eben Bundesliga. Aus der Europa League ist man zwar mit extrem schwachen Leistungen ausgeschieden, trotzdem hat man das dann in der Bundesliga nicht gezeigt und dort hat man wirklich gezeigt, was man drauf hat. Am Ende eben der vierte Platz, den man auch lange gehalten hat. Es folgten in der Rückrunde mehrere sehr, sehr starke Auftritte wie gegen Düsseldorf, gegen Hannover oder eben auch der Auswärtssieg auf Schalke, dann das 5:0 gegen Hertha, wodurch man dann eben auch durch diese Spiele auf Platz 3 geklettert ist. Und diesen dritten Platz hat man sich bis zum Ende nicht mehr nehmen lassen. Man hatte ja zwischenzeitlich sogar noch fast Chancen auf eine Meisterschaft. Da hätten Bayern und Dortmund beide extrem viel gepatzt. Das war natürlich nicht der Anspruch, aber man wollte dann schon den dritten Platz festigen, hat das auch souverän getan. Und am Ende hat man sich eben diesen dritten Platz geholt und spielt somit im nächsten Jahr wieder Champions League. Gucken wir mal auf die Top-11 der Saison der Leipziger und da haben wir jetzt mal habe ich jetzt mal elf Spieler zusammengesucht, auch wenn sicherlich noch weitere extremst gut gespielt haben. Also im Tor natürlich Peter Gulaschi, das ist klar, hat eine enorm starke Saison gespielt, sicherlich einer der stärksten Bundesliga-Keeper im vergangenen Jahr. Links Marcel Halstenberg führt für mich keinen Weg vorbei, Saracchi konnte da nicht irgendwie mitmachen, weil Halstenberg eben auch einfach so gut war. Rechts Lukas Klostermann, auch wenn da Mukiele durchaus auch überzeugen konnte. In Verteidigung Willi Orban und neben ihm, finde ich relativ überraschend, Ibrahima Konaté. Überraschend deswegen, weil er wirklich auch gezeigt hat, was er drauf hat. Aber ich dachte eigentlich, dass sie mit Upamecano dort einen Verteidiger haben, der in den nächsten Jahren zur Weltklasse aufsteigen kann. Konaté hat ihn aber verdrängt und hat gezeigt, was er in der Innenverteidigung neben Orban drauf hat. Doppel-6, Kevin Campbell, sehr, sehr stark, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, war er im System von Ralf Rangnick, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, was ja eigentlich gegen die Philosophie von RB spricht, passt er perfekt in diese Mannschaft, er kennt den Red Bull Fußball in- und auswendig. Neben ihm Tyler Adams, er ist ja erst im Winter gekommen, hat trotzdem aber direkt mal gezeigt, was er für eine Verstärkung ist, auf den kann man sich sicherlich noch in den nächsten Jahren freuen. Auf den Flügeln natürlich Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, zum einen eben weil sie gut Leistung gebracht haben, zum anderen weil da eben auch die Konkurrenten nicht so gut gespielt haben wie ein Brumar, der da einfach nicht überzeugen konnte. Und vorne stellt sich auch von selber auf, weil zum einen dort ein Augustin keine Leistung mehr gebracht hat, aber trotzdem da auch ein Matheus Cunha durchaus gut gespielt hat, aber eben Josef Pauls und Timo Werner mal wieder enorm viele Tore gemacht haben und enorm wichtig für die Mannschaft waren. Und somit ist das die Top 11 der Saison von RB Leipzig. Das nächste Thema ist, wie ihr es gewohnt seid, der Spieler der Saison und wie ihr wisst, könnt ihr da eben abstimmen, wer für euch der beste Spieler der Leipziger Saison war. Ich stelle euch wieder 5 zur Verfügung, das ist zum einen Timo Werner, weil er einfach enorm wichtig war, hat enorm viele und wichtige Tore gemacht, Peter Gulaschi im Tor überragend gemacht. Also überragend auch gespielt, fußballerisch stark auf der Linie, enorm stark gewesen. Willi Orban, der Verteidiger, Führungsspieler, Kapitän, auch er war enorm wichtig für die Mannschaft. Josef Paulsen ebenso wie Timo Werner, was die da vorne für ein Sturmduo haben, das ist schon beeindruckend. Und dann eben Kevin Campbell, ein ganz, ganz wichtiger Stabilisator fürs Mittelfeld. Also stimmt gerne ab, wer für dich der Leipziger Spieler der Saison ist.
Kommen wir auch schon zur Bewertung der Leipziger Saison. Die Erwartung, die wir vorher kurz angeguckt haben, wurde ja komplett erfüllt. Wie gesagt, man wollte europäisch auf jeden Fall wieder spielen, wenn es geht, die Champions League erreichen. Und genau das hat man ja eben auch geschafft. Natürlich hat es so ein bisschen wehgetan, dass man im Pokal keinen Titel geholt hat. Das wollte man schon gerne, aber dass man das Finale erreicht hat, war ja schon enorm stark genug. Europäisch hingegen hat man natürlich enttäuscht. Da wollte man in der Europa League eigentlich schon mehr erreichen als eben nur die Gruppenphase, weil es eben auch ein langer Weg bis dorthin alleine schon war. Da hat man dann wirklich enttäuscht. Aber es steht eben über allen, dass man Dritter geworden ist und den Champions League erreicht hat. Und somit gibt es von mir für RB Leipzig die Note 2. Ich denke mal, das geht schon in Ordnung. Wenn man die gesamte Saison betrachtet, wäre eine 1 vielleicht ein bisschen zu hoch. Eine 2 geht aber vollkommen in Ordnung, weil man bundesligatechnisch vor allen Dingen auch in der Rückrunde gezeigt hat, wie stark man wirklich auch sein kann. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem FC Augsburg, dem SC Freiburg oder Aufsteiger Union Berlin. Stimmt gerne, ob man das sieht, und dann sehen wir uns genau dort wieder.